Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's super, super gut. In unserer Serie zum Thema Erlösung haben wir ja letzte Woche über Himmelfahrt gesprochen und die Woche geht's um Pfingsten. An Himmelfahrt ging ja Jesus wieder heim zu seinem Vater. Und bevor er das getan hat, hat er ja den Jüngern den Missionsbefehl gegeben. Und alle seinen Nachfolger. Und der Missionsbefehl ist ja, in alle Welt zu gehen und die gute Nachricht zu verbreiten und Menschen zu taufen und zu Jüngern zu machen. Das ist eine Riesenaufgabe, die Jesus seinen Jüngern da in dem Moment gegeben hat. Ein Riesenauftrag. Und aus menschlicher Kraft, aus ihrer eigenen Kraft, können sie das nicht erledigen. Ich denke, sie waren wahrscheinlich ein wenig eingeschüchtert. Weil wenn du so einen Riesenauftrag kriegst, mit Jesus zusammen, kein Problem. Sie haben gesehen, wie Jesus wirkt und viele Sachen getan hat. Sie haben auch gesehen, wie sie selber ausgesandt worden sind und Sachen getan haben. Aber das hier, das ist nochmal auf einer viel größeren Skala, wo viel schwieriger noch ist, um zu verstehen und zu sagen, ja gut, wie kann ich denn das alles machen? Ich habe doch limitierte Kraft. Aber genau in dem Moment spricht Jesus. Wahrscheinlich in die Angst. Die Bibel spricht nicht viel davon, wie sich die Jünger genau gefühlt haben. Aber wenn wir uns ein bisschen in sie reinversetzen, in dem Moment, ich denke, da war wahrscheinlich ein bisschen so, und wie soll man das schaffen? Weil sie vielleicht gedacht haben an ihre eigene Stärke. Aber was sagt Jesus dann? Er lässt sie nicht allein damit. Er sagt zu ihnen, hey, mein Vater wird euch den Heiligen Geist schicken. Ihr werdet nicht, wie Johannes mit Wasser tauft hat, ihr werdet mit dem Heiligen Geist tauft. Und der Heilige Geist, Jesus spricht ein bisschen später davon, der wird euch Kraft geben, der wird euch Weisheit geben, alle Dinge, die ihr braucht, um den Auftrag zu erfüllen. Er wird eure Kraftquelle sein, um die Dinge zu tun, die ich euch berufen habe. Ihr müsst nicht aus eurer eigenen Stärke oder eure eigenen Ideen oder eure eigenen Dinge machen. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Und der Heilige Geist wird zu euch in einigen Tagen kommen. Bis dorthin wartet in Jerusalem, in dem Raum oder in dem Haus, wo ihr immer seid, wartet dort. Warten ist immer ein bisschen schwierig. Weil da wird man ungeduldig. Wenn man warten muss, dann ist es so, ah, aber ich will doch jetzt was machen. Aber nein, Jesus sagt, warte. Gehen sie wahrscheinlich ins Haus rein und sie haben sicher viel miteinander auszutauschen, weil es sind ja viele Sachen passiert über die letzten Wochen. Und stellt euch vor, die sind miteinander unterwegs gewesen für Jahre mit Jesus. Da sind garantiert ganz viele Sachen passiert. Und nachdem Jesus weg war und zu seinem Vater aufgefahren ist, denke ich, dass da vieles austauscht worden ist und viele Ermutigungen ausgesprochen worden sind im Raum. Die Bibel spricht nicht spezifisch davon. Aber wir können uns ein bisschen reinversetzen und überlegen, was können die Jünger vielleicht da gemacht haben. Ich denke, die haben Zeit im Gebet verbracht und haben Gott gelobt für die tollen Sachen, die Jesus getan hat und die auf der Welt passiert sind. Und dann sitzen sie in einem Raum und überlegen oder träumen für die Zukunft. Denken Sie darüber nach, ja gut, okay, denn Judas müssen wir ja ersetzen. Der Judas hat, nachdem er Jesus verraten hat, sich selber umgebracht. Und sie brauchen jemanden, der seinen Platz einnimmt. Das heißt, sie planen für die Zukunft auch in der Zeit, während sie warten. Aber dann kommt der Tag, von dem Jesus gesprochen hat, Pfingsten. Sie sitzen in einem Raum zusammen. Und dann kommt plötzlich ein lauter, starker Wind. Sie hören den ganz laut.
Und ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen angsteinflößend war. Weil sie wussten ja nicht wirklich, wie kommt der Heilige Geist. Ich habe nichts gefunden, dass Jesus irgendwie Anleitung gegeben hat, wie der Heilige Geist genau auf die Welt kommen wird oder wie das genau passieren wird, wie sie genau getauft werden. Und ich denke, wenn sie den starken Wind gehört haben, vielleicht sind dann auch die Momente wieder in den Gedanken zurückkommen von damals, als Jesus im Boot geschlafen hat und sie die riesen Winde um sich gehört haben. Vielleicht haben sie ein bisschen die Gefühle wieder gehabt. Aber sie sind im Raum, der Raum ist erfüllt mit dem starken Wind, von den Geräuschen, und sie hören den ganz, ganz starken Wind. Und dann sehen sie was. Dann sehen sie, hier in der Apostelgeschichte liest, dann sehen sie etwas wie Feuer und Flammenzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederlassen. Wahrscheinlich oben auf dem Kopf. Das muss ein Moment gewesen sein, wenn du plötzlich dann Flammen auf deinem Kopf siehst. Dann denkst du, ja, was ist denn jetzt los? Aber ich denke, für sie war das vielleicht auch ein bisschen eine Verbindung zum Alten Testament, wo Gott seine Leute, sein Volk aus Ägypten rausgebracht hat durch Mose. Da hat er sie ja tagsüber bei Nacht mit einer Feuersäule sozusagen geleitet. Das heißt, da war eine Verbindung da zu Feuer und Gott. Durch die Leitung damals. Und jetzt haben sie das auf sich gesehen. Das Feuer Gottes sozusagen. Den Heiligen Geist. Und dann hat der Heilige Geist sie praktisch übernommen sozusagen. Hat sie erfüllt. Hier sagt es, alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in verschiedenen Sprachen zu reden. Jeder, wie es ihm der Geist Gottes eingab. Ich finde es spannend, weil in dem Moment, wo sie vom Heiligen Geist gefüllt sind, die Jünger, fangen sie an, in andere Sprachen oder in andere Zungen zu reden. Da sieht man schon die Kraft vom Heiligen Geist, wie sie aktiv wird. Und da sieht man dann auch schon, wie durch die Kraft vom Heiligen Geist sie die Möglichkeit dann haben, das Evangelium in alle Welt zu bringen. Weil jedes Land spricht ja eine andere Sprache. Seit dem Turmbau von Babel sind ja die Sprachen so unterschiedlich, dass so viele Sprachen auf der Welt sind. Aber jetzt durch den Heiligen Geist haben sie praktisch die Sprache wieder. Er gibt ihnen die Sprache, um zu den verschiedenen Völkern zu sprechen und zu den verschiedenen Leuten. Durch den Heiligen Geist haben sie praktisch die Kraft gehabt, das zu tun. Und auch viele andere Sachen. Wir hören ein bisschen später noch davon, was für andere Sachen dann passiert sind danach. Aber der Heilige Geist erfüllt sie. Sie spüren schon die Kraft Gottes auf ihnen, um den Auftrag zu erfüllen. Ist nicht faszinierend? Jesus gab ihnen Kraft. Gab ihnen seinen Heiligen Geist, dass sie wirken können. Faszinierend. Und die Kraft war nicht für sie selber nur, um sich selber ein Königreich zu bauen oder selber stark auszusehen oder was auch immer. Nein, sie war, um Gottes Königreich aufzubauen. Und der Heilige Geist gab ihnen Weisheit, Leitung und alle Sachen. Wie gesagt, später sprechen wir dann mehr drüber. Und wirkt durch sie. Faszinierend. Super faszinierend. Stell dir mal die Frage in der heutigen Zeit. Wie sieht es für uns heutzutage aus? Und zum Heiligen Geist leiten zu lassen. Durch seine Kraft Dinge zu tun. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, und es ist oftmals zu mir passiert, hat der Heilige Geist eine Person in meinen Kopf gebracht. Ich denke plötzlich an jemand. Und ich habe das Gefühl gehabt, schreib denen eine Nachricht. Bin an meinen Computer gegangen, habe denen eine Nachricht geschrieben, eine ermutigende Nachricht. Und kurz darauf höre ich zurück von ihnen. Und sie sagen, hey,
Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber in dem Moment, wo du mir geschrieben hast, habe ich die Nachricht gebraucht. Die hat genau in die Zeit gesprochen. Ich kann das nicht wissen. Aber durch die Leitung vom Heiligen Geist können so Sachen passieren. Ich kann dafür kein Lob nehmen. Nein, das ist alles durch seinen Heiligen Geist. Faszinierend. Ich weiß nicht, durch was die Person gegangen ist in der Zeit. Oder wieso die Nachricht so wichtig war. Das habe ich nie rausgefunden. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist mich damals dazu geleitet hat, die Nachricht zu schreiben und die Person zu ermutigen. Und dass irgendwas passiert ist in dem Moment, wo die Person die Ermutigung braucht hat. Faszinierend. Oder vor ein paar Jahren, als Corona anfing, haben wir das Gefühl gehabt, dass Gott uns dazu leitet, durch seinen Heiligen Geist Karten zu schreiben für Nachbarn und ermutigende Worte reinzuschreiben. Das haben wir dann gemacht und haben es bei verschiedenen Nachbarn reingeschmissen, die er uns ans Herz gelegt hat. Und dann kriegt man einen Anruf von einem Nachbarn und die Person sagt, hey, vielen Dank für die Karte. Bevor ich die Karte bekam, habe ich Angst gehabt. Ich fühlte mich verlassen, ich fühlte mich einsam, ich war ganz allein. Und als ich die Karte bekam, da habe ich gemerkt, dass ich nicht allein bin. Dass andere an mich denken, das hat einen riesen Unterschied gemacht. Seht ihr, wie der Heilige Geist da wieder gewirkt hat, jemanden zu ermutigen? Das macht er in der heutigen Zeit. Und das möchte er auch durch dich machen. Das Wichtige ist, dass wir uns von ihm leiden lassen. Und dann, wenn er uns einen Auftrag gibt, einen Schritt zu machen und es auch zu machen, was er uns sagt. Ich weiß nicht, wie er durch dein Leben wirken will, was er tun will. Aber ich weiß eins, er will Dinge durch dich tun. Vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du vielleicht noch gar nicht weißt, wie man der Heilige Geist hört. Vielleicht fragst du dich, ja, ist der überhaupt mit mir? Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Jesus liebst, dann will er dir auch seinen Heiligen Geist schenken. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht von ihm geleitet wirst oder ihn nicht kennst wirklich, bitte ihn drum. Bitte Jesus um die Taufe mit dem Heiligen Geist. Dass du im Heiligen Geist tauft wirst. Dass du von ihm geleitet werden kannst. Vielleicht möchte er durch dich jemand ermutigen, den sonst niemand anders ermutigen kann. Vielleicht möchte er dich zu Menschen leiten, die vielleicht verloren sind gerade und wirklich Hoffnung brauchen, aber du vielleicht gar nicht dran dachtest. Vielleicht möchte er Heilung bringen durch das, dass du für jemanden betest. Keine Ahnung. Heilige Geist wird auf viele, viele Wege. Das Wichtige ist, lass dich von ihm leiden. Er möchte dich leiden. Und wie gesagt, wenn du an einem Punkt bist, wo du nicht weißt, ob du vom Heiligen Geist getauft bist oder mit dem Heiligen Geist getauft bist, bitte Jesus drum. Und dann tritt hinein. Und dann tu Dinge mit seiner Kraft. Weil mit seiner Kraft hast du keine Limits. Mit unserer Kraft haben wir Limits. Ich spüre das oftmals selber. Wenn ich Sachen machen will und merke dann, oh, das ist aber ganz schön viel, dann bin ich nachher platt. Wenn ich Sachen mit dem Heiligen Geist mache, von ihm geleitet wird, arbeiten wir aus seiner Kraft. Sind wir auch müde, aber auf einer anderen Art. Vater, ich bitte dich drum, dass du uns in der Zeit wirklich
mehr drüber nachdenken lässt, wie du uns deinen Heiligen Geist am Pfingsten geschenkt hast. Wie der nicht nur 2000 Jahre für die Jünger aktiv war, sondern auch heutzutage in unserem Leben aktiv ist. Wie du uns heutzutage durch deinen Heiligen Geist leiten willst. Vater, ich bitte dich darum, dass jeder, der das anschaut und der dich kennt und dich liebt, aber vielleicht noch nicht in Verbindung mit deinem Heiligen Geist kommt oder kommen ist, dass du jeden Einzelnen taufst mit deinem Heiligen Geist. Vater, ich bitte dich darum, dass du deinen Heiligen Geist jedem Einzelnen schenkst, der das anschaut und der dich liebt und der dich kennt, dass sie gefüllt werden mit deinem Heiligen Geist. Und ich bitte dich darum, dass sie dann wirklich die Schritte machen, um herauszutreten und die Dinge zu tun, die du sie berufst. Jeden Einzelnen von uns. Und dass durch deinen Heiligen Geist wir die Kraft haben, das zu tun. Dass wir deinen Heiligen Geist, ja, dass er uns berät und uns leitet. Und dass wir dann dein Königreich wachsen sehen. Nicht, dass wir unsere eigene Ehre oder unsere eigene Selbst aufbauen, sondern dass wir wirklich auf dich schauen und dir vertrauen, Herr, und uns von dir lieben lassen. Danke, Herr, dafür. Danke, dass du uns so gern hast, Herr Jesus. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Füll uns mit deinem Heiligen Geist und leite uns, dass wir den Missionsbefehl leben können mit den Dingen, die du für uns geplant hast. Danke dafür, Herr. Wir lieben dich, Herr Jesus. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke für Pfingsten. In deinem Namen beten wir. Amen. Ich möchte dich ermutigen, in der Woche ein bisschen drüber zu reflektieren. Über Pfingsten, über den Heiligen Geist und wie das in deinem Leben aussehen kann, wirklich den Heiligen Geist leiten zu lassen und ihm voll zu vertrauen und Wunder zu erleben. Habe eine gesegnete Woche. Bis bald. Tschüss.